Hallo, willkommen zur nächsten Runde. Wir haben den 14. September 41. Der General hat zwar gerade erst ein Mittagsschläfchen gemacht, da sind noch nicht ganz viele Kohlen im Gehirn angekommen, aber die Jungs sind fertig, deswegen wollte ich meinen Zug machen, nicht so lange warten müssen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Diese Woche, Friendly Losses, 93.000 Mann haben wir verloren, 1.200 Geschütze und 150 Panzer und über 600 Flugzeuge. Mal direkt fragen, ob das nicht doch ein bisschen zu groß die Nummern sind, gerade bei den Flugzeugen. Müssen gleich mal in die Zahlen nochmal reingucken vielleicht. Ansonsten Map-Changes. Wir haben auf jeden Fall Ersatzzeugs bekommen, also gerade die Geschütze werden ausgeglichen. Manpower 300.000. Die kam halt aus der Reserve auch. Ich habe, glaube ich, zugelangt letztes Mal. Bei den Deutschen, da hat sich ein bisschen geleert, aber neue Luftwaffe haben sie bekommen. Was haben die gesagt? Die haben irgendwelche tollen italienischen Flugzeuge mitgeprahlt, eben die Luftwaffe. Also erst, was mir durch den Kopf ging, ist, wenn die mächtige Luftwaffe italienische Flugzeuge nimmt, damit prahlt, wie schlimm es um die stehen muss. Aber das ist wahrscheinlich Propagandasprache, ja? Okay, der Pool mit den Fahrzeugen, der wächst kontinuierlich an, also da sind wir super dabei. Also unsere Logistik steht perfekt, ne? Auch jeder Unterschied zwischen was man braucht, was da drin ist und wie und so weiter. Also ist, glaube ich, alles richtig auf Receive. 3.000 war nicht Receive, das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, Tonnen. Unten sieht man das ebenfalls. Low Supply, also unter 75%, ist tatsächlich eine relativ kleine Zahl, finde ich mal. Und unter der Stärke, das ist ein bisschen problematischer. Also da könnte man gerne noch mal ein bisschen mehr Stärke ins Feld kriegen. So, Wetter. Es regnet. Wo ist denn der Matsch? Jetzt grafisch manchmal nicht so einfach zu sehen. Also es regnet auf jeden Fall, wahrscheinlich viel zu passieren. Gut, dann gucken wir mal, was die Jungs angestellt haben. Also hier oben herrscht immer noch die Offensive. Die 70 in Rifle geroutet. Also hier tobt der Kampf. Ja, die mächtige Luftwaffe hat sich mächtig ihre Bombe abknallen lassen. Sind das die italienischen Spitzenflugzeuge gewesen, die ich eben meinte? Also wir müssen mal über die mächtige Luftwaffe sprechen, ja, ob das halt wirklich so mächtig ist, das Ganze. Die IL-2-Bomber gelten als, ach, das sind die 19, jetzt wollte ich gerade sagen, ich hätte nicht als Jäger. So, ja, also auf jeden Fall, die mächtige Luftwaffe hat mächtig einfach die Fresse bekommen, aber dafür haben sie den Bodenkampf da gewonnen. Das waren motorisierte Panzer und so weiter in Heavy Woods. Da will man die normal aber auch nicht einsetzen, verlieren aber relativ wenig. Ich bin mir nie ganz schlüssig, ob in diesen Zahlen alles drin enthalten ist, was sie wirklich verloren haben oder es nur die vernichtete Gerät ist. Also hier Damage zum Beispiel, ist das da drin enthalten? Die haben jetzt 5 Panzer verloren. Das steht hier bei Destroyed 1, 2, 5. Ja? Das heißt also, da stehen tatsächlich die Damage-Sachen. Also, das ist egal, ist im Kampf ja vorbei, aber Damage steht nicht dabei. Und Damage sind ja auch nochmal hier 3 Panzer worden. Ne? Also, das ist ja Zeug, das muss ja irgendeiner reparieren. Das, ne? Muss ja erstmal passieren. Durch Ground wurde es Damage, entweder weil wir es beschossen haben oder vielleicht, weil es im falschen Gelände sind, ich weiß es nicht. In jedem Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Zahlen, die muss man noch ein bisschen hoch pushen wahrscheinlich. Und da haben die halt Probleme mit der Reparatur, ne? Die Deutschen, vermute ich mal. Ich suche gerade die Vehikel. Die werden ja gar nicht angezeigt drauf, ne? Oder wollt ihr die unter Support sehen? Vielleicht im Support drin enthalten. Die Disruption durch die Luftwaffe, nicht schlecht. Pax wäre gut disrupted. Na gut, auf jeden Fall wird viel auch, ne, vielleicht die Zahlen immer so halb verdoppelt. 24 Panzer haben sie eingebüßt. Da haben sie richtig durchgeknallt bei uns. Wir haben 16 verloren. Ich glaube, dass das die erste Panzerschlacht ist, wo das Ratio positiv für uns ist. Das haben wir, glaube ich, noch nie erlebt. Ein epischer Sieg. Und ohne Pax haben wir es tatsächlich auch gemacht. Also da auch ganz interessant. Wie sind die denn gestorben, die Panzer bei denen? Waren das denn echte Panzer? Fragezeichen. Und auch hier wieder, ne, guck mal, also zerstört, aber dann hier Damage, was ja dann auch nicht mehr einsatzbereit ist. Das sind ja Massen, ja. Da sind wir ja bei 30, 40, 50, 60. Also fast 60 Panzer sind ja nicht einsatzbereit. Davor haben wir ja noch 24 vernichtet. Also vielleicht fehlen um die 100 Panzer in dieser Division jetzt, ne? Das sollte man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, wahrscheinlich. Warum die jetzt so hart beschädigt wurden am Ground, wüsste ich jetzt allerdings nicht zu sagen. Sind so nicht die ernsthaftesten Panzern, aber trotzdem hier, also tatsächlich eine ganze Menge Panzer 3. Also der Panzer 3J offensichtlich, der hat wirklich mit ein ganz großes eingesteckt. Nicht sicher, wer den jetzt beschädigt hat. Also die Luftwaffe war es nicht. ich weiß nicht, ob man das wirklich sinnvoll irgendwo sehen kann, von wo der Schaden kam. Also die Panzer 3J hier vorne. Aber ich jetzt, die ausgeteilt haben, sind das, glaube ich. Aber wo die herkommen, kann man, glaube ich, nicht einsehen hier dran. Der scheint auf jeden Fall nicht gut zu sein, der neue Panzer.
Also wenn es ein neues Modell ist, aber J klingt nach einem neuen Modell 41, oder? So. Ja, also auf jeden Fall gab es hier große Schlachten und die hacken sich da durch, aber die Verluste häufen sich auch langsam bei denen und das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Warum machen die das überhaupt hier vorne? Was ist da zu holen? Also es geht um diese drei Häfen hier oben. Wenn die Häfen fallen, wobei, wenn die das hier vorne holen, dann ist der Hafen auch schon gefallen, ohne es erobert zu werden. Also wenn die hier oben diese Häfen auf jeden Fall bekommen, dann ist hier Essig, dann kommt da nichts mehr durch, dann kriegen die keinen Nachschub mehr und dann fällt das über kurz oder lang. Über lang eher, weil immer noch die Lager rappelvoll sind. Aber dafür ist die Idee wahrscheinlich da. Und wenn aber dann Schnee fällt und das eingefroren ist, war historisch ja gewesen, dann kann man da drüber fahren über das Ganze. Sekunde. So, und zwar, es gibt da zwar bei Soviet Storm noch eine Animation zu, aber hier sieht man zumindest die Bilder, wie es damals wirklich ausgesehen hat. In jedem Fall sind die auch mit Trucks drüber gefahren. Also das hier ist Ladoga, ja, im Zweiten Weltkrieg. Da sieht man Fotos davon, was sie da gemacht haben. Das heißt, also es ist wirklich im Spiel auch simuliert, wenn das zugefroren ist, dass man da rüber kann. Ja, wenn man so ein paar Bildchen davon sehen will. Hier, es gibt da noch bei Soviet Storm eine Animation zu, aber dann kriege ich einen Hit. Und das wäre dann nicht so schön. Und das haben die halt gemacht, ne? Ob da jetzt Massen an Nachschub rüberkommen, wäre eine andere Frage. Aber deswegen ist es auch so wichtig, das da oben zu halten. So, jetzt gucken wir mal, was hier oben ist. Also, jetzt kann ich das gar nicht lesen. Hier nochmal gucken, wie viel Nachschub da verbraucht wird vor Ort. Also, received 0. Received 0 und Received 0, nee, 8. Ich bin nicht sicher, ob er das da oben mit den Häfen richtig gemacht hat, weil die müssen das ja auch rausschicken. Also, weil hier steht jetzt bei allen Depots 0, also bei jedem einzelnen von denen ist Received 0. Also, ich würde vermuten, weil das Ding ja eigentlich an ist da oben, ne, dass das eigentlich funktionieren könnte, darüber zu gehen. Aber vielleicht muss er die eine höhere Priorität geben, damit das klappt, weil hier ist nichts angekommen. Also ich glaube, dass das vielleicht ein Steuerungsding sein könnte. In jedem Fall können wir das verbraucht angucken, so ein bisschen. 2800 ist rausgesendet, 2900 und 3500. Also wenn ich jetzt am unterstellen würde, dass das die Zahlen ungefähr wären, und dann runden wir das ein bisschen, wenn wir bei knapp 8.000, 9.000, sagen wir mal 10.000, ja. Wenn die rumballern, brauchen sie ein bisschen mehr wahrscheinlich. So, wenn wir bei 10.000 sind und was sie jede Woche brauchen, und wir haben jetzt hier, na, das sind komische Zahlen, ne? 15.000, 40, 50.000 und dann sagen wir mal 90.000, dann haben die für 9 Wochen Nachschub, ja? Wenn ich mal ganz grob darüber schätzen darf. Obwohl das hier oben sieht nicht richtig aus, dass da nichts rüberkommt. So, ich habe den Red das einfach mal geschrieben, meine Beobachtung. Kann er ja selbst draus machen, was er möchte. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die Mechanik funktioniert, aber da ist ja nichts rübergeflossen. Also da würde ich vermuten, dass man das irgendwie anders einstellen muss, wahrscheinlich. Vielleicht kommt auch zu wenig da oben an. Naja, die ist ja grün, die Schiene. Weiß nicht, ob das wirklich benutzt werden darf da oben. Ich könnte es auch nicht sagen, ist auch nicht meine Lage, muss er sich drum kümmern, aber da kommt auf jeden Fall kein einziger Tropfen Öl an und nichts, ne? Und das könnte, also wenn das 9 Wochen geht, dann hungern die das langsam aus, dann haben die vielleicht noch für 3 Wochen, 4 Wochen was in der Tasche. Also ich weiß noch nicht, ob das wirklich stabil da oben ist. So, ist auch egal, ist ja seine Front. Hier scheint komplett Ruhe zu herrschen an der Front. Da passiert gar nichts. Ein bisschen Flugzeug hin und her. Also hier ist wirklich, hat sich nichts bewegt. Ein paar Recons wurden abgeknallt. 81 Flugzeuge hast du verloren. Das war kein Recon, das war eine Selbstmordaktion. Nevermind. Also wer den Smack-Talk dazu lesen will, im Discord ist der zu lesen zwischen den beiden Luftwaffenkommandeuren der Streitkräfte von denen, ne? Deutschen und den so Russen. So. Ist sehr still hier in der Front, ne? Die gesamte Front, also gerade dieser mittlere Bereich hier, ne? Das ist ja immer noch Heeresgruppe Center, die ja ursprünglich mal ihre Panzerdivision eingebüßt hat. Die bewegt sich kein Millimeter mehr, wohl schon seit ein paar Wochen, ne? Seit 2, 3 Wochen jetzt. Hier war ursprünglich eine Panzergruppe, die sich erholt hat. Hier drumherum hatten wir den Eindruck. Jetzt ist die Frage, sehen wir sie nicht oder ist sie weggefahren? Also wie weit sieht die Air Recon? Das weiß natürlich nie einer. Da ist noch eine Einheit. Warum soll die da sonst nur so rumstehen? Also ich glaube, dass die noch da sein könnten. Aber das ist ein bisschen tricky, ne? Ein bisschen sehr tricky. Hier oben ist auch ein bisschen Nachschub. Also vielleicht stehen sie da noch. Das wäre halt wichtig zu wissen, wo die hinfahren, ne? Also da sollte man vielleicht nochmal das Fernglas anmachen. Hier wurde auch mal gescoutet. Also sind alle nur eingegraben. Aber hier sehen wir schon Panzer. Und hier ist der Eisenbahnfreund. Also hier werden die Schienen repariert, dann wissen wir auch schon, wo die Logistik auf welcher Höhe ungefähr ist. Das ist natürlich, ne, nicht unbedingt toll und gewollt, dass sie so weit schon vorangeschritten ist. Also wenn die hier repariert wird, dann ist das Schienennetz da vorne sicher schon intakt.
Müssen wir mal gucken, ob wir da eine Gegenoffensive machen können. Da vorne das haben sie ausgelöscht. Ja, das war jetzt keine Überraschung. Die haben sie übrigens nie kaputt gemacht, die Dinger. Da haben sie den Kessel zugemacht, wenn man das nennen will. Hier gab es eine Panzeroffensive. Das war, glaube ich, wo ich die Rumänen zerschlagen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine Infanterie mit wenig Feuersupport und ein bisschen Bombern sind rein. Boah, wie wieder die Luftwaffe zerhackt. Also wir kriegen da ein bisschen was auf die Nase. Aber trotzdem, an dem Boden, die Verluste sind gar nicht so hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie super kräftig sind, die Gegner. Auch hier, das wirkt ein bisschen wie boah, unsere Luftwaffe jetzt mal, ne? Aber man sieht schon, also die Luftwaffe von denen ist ja hart assigned. Wirklich hart. Also, die ist nicht umsonst hier im Einsatz, ne? Also, das fühlt sich ein bisschen an wie, weil es ja kein Durchbruch und gar nichts ist, wie ein Racheunternehmen, um zu zeigen, okay, du hast uns gepusht, wir sind aber hier. Ja, so wie, pass bloß auf. Also nicht einschüchtern lassen, wir gehen da gleich nochmal vorbeigucken. Aber unsere Luftwaffe wurde richtig dezimiert, alle Achtung, da gibt es ja Massaker in der Luft. Zwei Flugzeuge verloren, 56, oh Gott, was ist denn da los im Luftraum? Da kriegen wir richtig Packungen ab. Also unsere Luftwaffe ist nicht so gut. Aber der Nachschub am Boden auch nicht. Also bedenkt, für jeden Lufteinsatz, den die fliegen, und ich habe ja darum gebeten, hier auch härter zu fliegen, das ist ja auch ein bisschen meine Schuld mit der Luftwaffe, habe ich gesagt, wenn die fliegen, viel fliegen die Gegner, dann verbrauchen sie viel Treibstoff, wenn sie viel kämpfen, verbrauchen sie viel Munition, und die haben ja schon keinen Treibstoff. Ja? Das ist ja alles im roten Bereich seit Wochen, und die Flughäfen sind ja hier vor Ort, die benutzt werden, also das ist für die ein riesen Albtraum logistisch, ne? Aber wir verbluten natürlich ein bisschen. So, wo waren wir gerade? Hier vorne, ne? Aha, gehalten, der Gegner. Da wollte er mit seinen rumänischen Truppen rüber. Das gab eine Klatsche. Wir haben 20 Mal mehr getötet, als wir verloren haben. Wir direkt mal einen Orden verteilt. Dieses Gewinnen von Feldschlachten ist schon wichtig für die Kommandeure, weil die tatsächlich, glaube ich, befördert werden können deshalb. Ne? Also die können dann einen besseren Skill bekommen und so ein Zeugs. Und für die Truppe ganz gut. Ne? Und wenn die zu viel verlieren, dann können die erschossen werden. Das hängt, glaube ich, vom Political Value ab. Solche Geschichten gibt es in dem Spiel schon. Ist alles unsichtbar im Hintergrund natürlich, damit die Atmosphäre darunter leidet, aber gibt es schon drin. So. Ich habe übrigens immer überlegt, warum sie immer diese Sachen hier übers Wasser machen, ne? Solche Geschichten hier, weil die ja wirklich maximal brutal für deren eigenes Gerät sind. Ich glaube, dass die, also wir spielen ja nicht nur in diese Runde, sondern auch davor diese andere Runde noch, ne? Und dass die gewohnt sind, zumindest von meiner Seite, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Dread unbedingt immer überall ist, immer wenn die beim Fluss mich umgangen haben oder irgendwie beim Fluss einen Durchbruch hatten, ne? Beim Dnieper war es das letzte hier gewesen zum Beispiel, sind die halt gewohnt, dass die Rote Armee zurückweicht unter meinem Kommando. Sind die, ne? Also jetzt in mehreren Monaten Spielzeit sozusagen, sind die das gewohnt, dass ich das mache. Das mache ich aber hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr und ich habe den Verdacht, dass die rübersetzen in der Hoffnung, dass ich mich zurückziehe von diesem Fluss. Und vielleicht sind sie schockiert und ne, also sie setzen rüber und dann nutzen diese Lücken halt nicht, halt wir auch mit dieser logistischen Lage. Und das ist vielleicht, wo die selbst ein bisschen überrascht sind, durchaus möglich. So, hier vorne haben sie wohl versucht, einen Kessel zu errichten, hier vorne. Abgesichert sieht natürlich anders aus, ne? Und das hier ist auch noch auf. Also, ne, von da ist ein richtiger Kessel. Und der Nachschub wird am Ende der Runde ja geliefert. Also von daher ist das nichts. Dann die Verstärkung, das ist ein absoluter Traum. Ich habe letzte Woche bestellt. Ja, also hier vorne punchen sie durch. Unsere Verluste sind natürlich groß. 100 Panzer haben wir verloren, der Gegner 7. Hier scheint auch irgendwie die Speerspitze immer noch zu sein, wenn man sich den ganzen Krempel anguckt. Manchmal sieht man das ja nicht nur im Support-Gerät und welches Gerät da drin ist. Also Flak kann man zum Beispiel ignorieren, sondern auch daran, wie viel einfach in Masse dahin kommen, wie die es unterstützen. Dann sieht man halt, dass eine ganze Armeegruppe, ja, die da zum Beispiel ist, mit guten Offizieren, sonst würden die nicht in so einer Masse zusammenkämpfen zum Beispiel. Ne? Das gibt einem schon so einige Informationen. Aber wir haben Luftüberlegenheit, die haben die hier nicht. Der Teil überrascht mich nicht so wirklich. Warum? Naja, weil sie keinen Nachschub haben. Wer soll das denn fliegen? Ne? Und gerade hier ist ja dann noch schlimmer, weil die den Nachschub dann da vorne noch mehr fressen. Also, ob diese Flughäfen hier benutzt werden, ich hätte fast schon Zweifel. So, große Feldschlachten immer noch hier. Also, sie sind weiter am Punchen. Haha, die Front wieder gehalten. Also, mehr und mehr Kämpfe werden von uns gewonnen. Wir haben sogar einen ganzen Panzer vernichtet. Ja, und mehr Infanteristen. Also, hier tatsächlich eine sehr gute Schlacht. Das war wieder ein Hasty Attack aus irgendeinem Grund. Vielleicht der Versuch wirklich. Also, es gibt nur eine Erklärung für Hasty Attacks, wenn man danach eben die Bewegungspunkte nutzen will, um durchzupreschen. Selbst wenn die das da geschafft hätten, sehe ich nicht, wie die hier durchpreschen wollten. Überall Zone of Controls. Und da bin ich ja manchmal ein bisschen überrascht, was die Offensiven mit Hasty Attack, warum die das machen. So, hier vorne gibt es auch wieder eine Riesenoffensive. Auch hier haben wir sie gestoppt, wieder einen Panzer vernichtet. Also man kann, glaube ich, sagen, es war eine Großoffensive diese Woche. Und hier haben sie dann den Kessel tatsächlich gemacht. Also hier wollten sie rein und hier sind sie auch rein. Ob das stabil ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber sie sind drin.
Und ich habe ja schon gesagt, dass es da unten gefährlich ist, die ganze Geschichte. Und hier gab es die ganzen Luftkämpfe, Dogfighten auf beiden Seiten, aber es kostet ja deren Nachschub, wie blöde, ne? Und da sind jetzt die Verstärkungen, die ich letzte Woche gerufen habe. Und das ist wirklich eine frische Truppe. Guckt euch mal die Zahlen an, ja? Solche guten Truppen hatte ich mein Leben lang noch nicht gesehen bei den Russen. Also das ist wirklich mal eine richtig gute Truppe. Achso, wir haben noch hier die Krim. Fast vergessen. So, genau. Hier rücken sie weiter vor, wollen also da den Durchbruch unbedingt. Ja, ich wollte ja ursprünglich da einen Vorhang, wo ich alle reinpacke, aber das ging ja nicht, weil die Forces irgendwo limitiert sind. Das ist so ein Ding, das verstehe ich überhaupt nicht, warum das künstlich limitiert ist mit dem Fort. Das ist genau so eine Regel wie drei Counter auf einem Hexfeld, ne? Unabhängig von der Anzahl der Männer da. Das hat nie Sinn gemacht für mich, weswegen ich hier unnötige Verluste habe, statt die alle auf einem Feld zu haben. Finde das sehr, sehr unangenehm. So, die punchen auf jeden Fall durch und ich habe auch keine großen Zweifel mit Pionieren, dass die immer weiter durchkommen. Also, da müssen wir einfach weg gleich. Da haben sie versucht, den abzukappen, also wirklich zwei Angriffe nacheinander. Aber den haben wir so gerade eben noch gehalten in der Backline. Hat er ja einen Zweier-Fortress da gehabt, ne? Und die waren wahrscheinlich schon so ein bisschen erschöpft, die Truppe. Aber es ist wahrscheinlich ein guter Augenblick, um zurückzugehen. Es ist wirklich schwer zu halten, das Ganze. Ich muss noch gucken, wie diese Geländefelder mit der Fähre zu behandeln sind. So, da unten. Ja, hier war ja schade, ich wollte ja eigentlich eine Landung durchführen, aber das ging ja technisch wohl nicht, weil. Also ich glaube immer noch, dass daran liegt, dass da kein. Weil das Head, weil man braucht ein viertes Feld halt, also ein vierter Counter müsste dahin, wo ich landen kann. Dass das halt eine technische Limitierung der Programmierer ist, was ich sehr, sehr störend finde. Da gab es wohl Kampf in der Luft. City bombed. Oh, wir sind durchgekommen. Also es gab Luftkampf da auf dem Wasser. Und wurden mehrmals abgefangen und dann wurde die City gebombt. Wir haben 15 Bomber eingebüßt. Ich glaube, dass die Prozentzahl den Schaden angibt. Also 0 heißt gar nicht beschädigt. So muss man es, glaube ich, lesen. Ansonsten wäre das halt schon schön gewesen, das zu beschädigen. Auf der anderen Seite sehen die Deutschen aber jetzt, dass ihr Öl beschädigt wurde und dass wir da reingeflogen sind. Also solange ich Sebastopol halte, können wir das wiederholen, wiederholen, wiederholen. Aber scheint ja keinen Effekt zu haben. Ne? Flak sind unendlich viele da. Luftkämpfe gibt es auf dem Weg dahin. Also es hat wahrscheinlich keinen Sinn. Und da können sie das auch ignorieren. Aber das war der Grund, warum ich das auch mit so lange halten wollte da unten. Ne? Ja, na gut. Machen wir es mal von unten nach oben jetzt. Also ja, hier vorne ist weiter halten angesagt, denke ich mal. Ins Fort passen noch rein. Wird wieder gut angezeigt. Vier Truppen kann man noch reinpacken. Die schwächste Stelle ist wahrscheinlich da oben. Er hat die Flugzeuge noch da, von da muss ich es halt so lange wie möglich halten. Ich sage ihm mal, er soll das wegpacken nächste Woche. Wobei schwer zu sagen ist, ob die wirklich angreifen wollen. Hier sind 76 Defense. Ja? Also es ist brutal stark, was ich hier habe. Wahrscheinlich müssten die es gar nicht halten. So, was ich jetzt nicht weiß von der Game-Mechanik ist, was passiert, wenn das Fort voll ist und der da vorne sich zurückziehen muss? Was passiert, wenn ich zurückziehen muss? Gehen die automatisch ins Fort rein? Fliehen die automatisch über den Hafen? Game-Mechaniken sind mir da leider völlig unklar. Ne? Also von daher könnte ich jetzt hier Truppen verlieren, ohne zu wissen, warum. Ich weiß, wie ich das einstellen muss. Ich würde sie jetzt mal so stehen lassen, damit ich auch Raum habe, wo die sich ein bisschen bewegen können. Ich würde jetzt hier nur eine mal ins Fort packen. Damit die potenziell Platz hätten, ne, wenn die fliehen wollen, dass da ein Feld zum Zurücklaufen ist. Und da unten ist ja der Angriff noch am wenigsten zu erwarten. Ich hoffe, dass sie über Wasser sich dann zurückziehen, aber naja, mal gucken. Ja, hier vorne auf jeden Fall voller Rückzug, ne, ist ja gar keine Frage. Und das mit dem Feld hier, also das gilt halt als Seefeld, ne? Aber man kann sich da reinsetzen, das Seefeld. Wobei ich glaube, wenn ich mich da reinsetze, dass sie nach mich rauskicken aus dem Feld. Verteidige, glaube ich, lieber auf der anderen Seite. Also das ist kein Feld. Das heißt, man kann hier nochmal eine Defense hochziehen. Weil dann machen wir das jetzt auch. Ja, das mit dem Depot ist jetzt ärgerlich, weil das leider voll ist. Ich habe nicht gedacht, dass sie beim ersten Mal ranlaufen und direkt im Anlauf das holen. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber es wird am Ende der Runde, wird das Zeug transportiert. Ne? Das heißt also, wenn ich das jetzt hier dispende, ich weiß nicht, ob das vernichten oder nach hinten trage. In dem Fall ist es dann aber am Ende der Runde auch weg. Die Flugzeuge haben sich leider nicht schnell genug zurückgezogen dann. Er hat halt auch gedacht, dass ich länger halte. Ne? Also die sind dann tot, die Flugzeuge. Aber da müssen wir halt durch. Also lass noch was da stehen, ne? In der Hoffnung, dass sie das halten. So, die Kommandeure zurück. Die Depots da hinten, da steht, glaube ich, schon ein großer. Wieder gut lesen alles. Ich glaube immer noch, dass ein City Fort hier brutal gut gewesen wäre. Aber was nicht geht, geht halt nicht. Platz schaffen.
Ja, die unten ist auch nicht übermäßig dick, ne, wenn ich das richtig sehe. Es könnte sicher ein bisschen kraftvoller verteidigt sein, das Ganze. Coastal Army. Ist zu weit weg, die Coastal Army. Dann kommen wir wieder nach vorne. Ja, die müssen jetzt hier unten verteidigen, da gibt es Priorität. Was haben die denn? Jede Menge Artillerie. Ja, also Pucks brauchen sie auch nicht. Einbuddeln, Mortar. Also alles, was in diesem Kampf helfen kann. Anti-Tank brauchen wir nicht. Dann machen wir noch eine Haubitze dabei. Da unten knallt es ja jetzt. Ingenieure weiß ich nicht, ob man wirklich noch viel mehr braucht. Ja, aber die Artillerie nehme ich mir jetzt einfach mal hier komplett, dass sie die Stellung da unten halten. Ja, müssen wir einfach mal gucken, dass das hier hält jetzt. Wenn hier aufgemacht wird, dann habe ich ein Problem. Also ich glaube, dass da noch mehr Verstärkungen hin müssen. Die geben schon ihr Bestes, aber es reicht ja anscheinend nicht. Das ist nur noch ein Einser-Bunker leider. Hier habe ich zwei Zweier-Bunker, also das ist jetzt eigentlich schon eine starke Truppe. Ich glaube, ich packe die noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Beides voll, kann sich nur nicht bewegen, okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, definitiv ein Auge drauf haben. So, ja, hier vorne Kessel aufmachen, ne? Also das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Ich glaube immer noch nicht, dass das eine große Offensive hier vorne werden kann. Ich glaube immer noch, dass die Deutschen gedacht haben, Treibstoff, ne? Ewigkeit auf Null. Dass die gedacht haben, ich ziehe mich zurück. Und immer noch hier ganz viele Truppen, die auch nichts haben mehr an Mund. Die müssen schon die Rumänen und alles einwechseln, damit die ein bisschen Munition haben. Also auch die Erschöpfung, ne, das Orange alles. Da machen wir gerne mit. Aber will ich den Fluss jetzt hier aufgeben und hier vorne diesen Fluss aufbauen? Das ist die Frage, was ich dann verliere. Ja. Weil ich einfach mich hinter diesem Fluss zurückziehe. Ich meine, das ist schon hier, ne, juicy zu sagen, vielleicht kann ich das hier zumachen und die kaputt machen. Aber ist man dann zu viel, zu greedy nachher? Ich kann damit den Fluss aufbauen. Das heißt, ich kann die da drin kämpfen lassen und das ist trotzdem sicher. Da ist das Depot. Nochmal gerade auf 4 bringen. Müssen wir den einfach da reingehen. Suchen wir den Kampf. Front ist gesichert. Und die übernehmen dann die Flanke. So. Ist sicher, dann können die da drin in der kleinen Arena es ausfechten. Da kenne ich nichts. Ja, da kriege ich leider keinen rein, um die nochmal extra zu kappen, die Freunde, ne? Es bringt eigentlich auch nichts, die zu kappen, wenn die Dings, ne? Wenn man es nicht halten kann, weil die ja dann am Ende der Runde den Nachschub kriegen, glaube ich. Und das ist immer so ein bisschen umsonst dann gemacht. Also unser Nachschub müsste jetzt von hier durchfließen. Es sei denn, ich lese das komplett falsch, aber am Schluss, wenn du mal Enter klickst, berechnet er den Nachschub, ne? Also der hat jetzt zum Beispiel keinen Nachschub bekommen und die sagten, es gab keine Fracht. Das heißt, dass das Zeug nicht existiert hat. Da liegt aber welches. Gucken wir mal, ob das für alle gegolten hat. Das ist ja keine unwichtige Spielregel. Weil dann klappt das hier anscheinend doch mit dem Abkappen. Wir kriegen ja alle keinen Nachschub. Aber wie kann das sein, wenn am Ende der Runde die Logistikphase kommt? Dann muss ich das ja falsch lesen, das Ganze. Supply fail, ja 7. Verstehe. Die haben aber alle keinen Nachschub bekommen und nichts, ne? Jetzt einfach mal so einen Trupp da oben anklicke. Hier, du warst ja die ganze Zeit da oben drauf. No Manpower. Der hat Nachschub bekommen. Also es wird am Ende der Runde berechnet, aber offensichtlich bringt der Cut dann doch was, ne?
komisch. Das muss ich mir nochmal in Ruhe nachher angucken von den Regeln. Ja, also da würde ich dann, da machen wir den Cut halt einfach. Dann machen wir das. Kann ich da Nachschub reinschmeißen? No Air Bases. Und die anderen, die schmeißen nicht wirklich was, wenn man die anklicke, wenn ich mich richtig erinnere. Nur kleine Mengen, riskiert man viel. Ja, wie schlimm ist denn die Lage bei euch? Also die sind ja hier, ne? Das ist ja, der hat sogar 111% Munition. Also es war keine Katastrophe im Nachschub, der 83% der eine, ne? Da hungert keiner. Der hat keinen Treibstoff, dann bewegst du dich halt nicht. Damit komme ich klar. Nö, also das Hungerspiel können wir gerne machen hier. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das die Crème de la Crème der Wehrmacht hier vorne ist, ne? Das sind das Rumänen oder so. Headquarter müssen wir nachher wieder umstellen. Gucken, ob die Depots auch gut verteidigt sind. Also muss ein Dreier-Headquarter da stehen, das würde ich immer fragen. Das ist nämlich hier unten das Headquarter. Packen wir es auch da unten hin. Dann müssen wir die Truppen da oben hinten nochmal umassignen. Vierer müssen draufstehen, um das zu buffen, das Depot, damit die mehr Kapazität haben. Das lässt sich nicht umgehen. So, also das zum Beispiel. Moment. Ne, steht da oben das Depot. Panzer ist nur für den Durchbruch, ne? Aber der soll da durchbrechen. Also das ist bombensicher alles. Zack. Defense. Ja, das Fortress hier, das darf auf gar keinen Fall fallen, gar keine Frage. 466. Und das, was da drumherum steht, das knackt sicher kein Fortress. Also da brauchen wir uns, glaube ich, auch keine Gedanken drum machen. Das da oben. Ist die Frage, wo der hin will. Können wir, glaube ich, auch ignorieren. Eine zweite Linie in der Backline etablieren. Können wir gerne machen. Ja, den Rest lassen wir so. Also das ist halt. Wir machen das so lange, bis einer verhungert ist. Fertig. So, hier oben. So ein bisschen zu die Geschichte. Kann man da. Er hat ja keinen Treibstoff. Also Panzer ohne Treibstoff sollten nicht so gut kämpfen, vermute ich jetzt, ne? Und nicht erschöpft. Okay. Habt ihr den neue Zeug da drin bekommen? Ja, die wurden versorgt. Also das ist kein, das reicht völlig aus, dieser kleine Tunnel da oben anscheinend. Da gibt es also keinen Druck. Ja, hier wird wahrscheinlich nicht versorgt, ne? Das ist dann zu. Genau. Ja, aber auch hier, die Truppe, die hat ja, ne, 131 Munition und dem fehlt ein bisschen Nachschub, aber eigentlich sind die in Ordnung. Das ist kein großes Problem. Und das kriege ich jetzt wahrscheinlich auch auf, wenn ich es machen möchte. Unready. Wann kommt denn mal das neue Zeug da an mit dir? Also warum kriegst du denn keine Truppen? Nicht sicher, warum wir keine Munition, Supplies bekommen, aber warum kriegt er keine Replacements, ne? Das würde mich eigentlich mehr interessieren, was mit denen los ist. T34, ganze 0 hat er. 12 beschädigte T26. Hier oben haben sie ein bisschen in die Backline gemacht. Also da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Frage nur wieder, könnten wir, also ne, ich habe ja hier 11 in der 3 Defense, könnte man nicht sogar hinter denen jetzt einfach auch mal versuchen, ein bisschen Heckmeck zu machen. Also das ist ja der einzige Durchgang hier vorne für die ganze Truppe, die da rein ist, ne? Also wie hart wäre das, wenn die da zuschlagen? 23 zu 3. Sollen uns mal nicht unterschätzen. 87 Panzer verloren, sind die dumm. Na gut, also auf jeden Fall haben wir da ein Loch geschlagen in der Front. Luftwaffe wurde da dezimiert. Aber jeden Treibstoff, den die verbrauchen, die haben die halt nicht, ne? So, die Frage hier ist, ob ich das irgendwie so hinstellen kann, dass ich den da kaputt mache irgendwann mal. Ich glaube es halt nicht, dass ich den kaputt kriege. Hat sich trotzdem gut angefühlt. Bringen wir die Verstärkung rüber.
Gehe mal keine Risiken hier ein. Die kommen wirklich keine Woche zu spät, die Verstärkungen. Hoffentlich habe ich genug Headquarter gleich dafür. Ja, und jetzt überlege ich halt, wie viel davon ich nach Süden noch beordern kann. Für diese Geschichte hier unten. Ich meine, im Moment stapeln die sich ja so tief, dass ich sowieso keinen Platz habe, die zu verteidigen. Aber die werden jetzt immer wieder zusammengeschossen. Auf der anderen Seite kriegen sie von hier vielleicht gleich auch Unterstützung, wenn die sich zurückziehen. Lass immer gucken, wie viel Verstärkung können wir denn diese Woche drauf zugreifen. Dann bestelle ich die nämlich einfach nach unten. Je nachdem, was da kommt. Depletet alles. Das ist natürlich nicht so dolle. Also ich mache nur Sachen, die wirklich ready sind. Im Refit können wir auch nochmal gucken, welchen Zustand die sind. Manchmal refitten die ja Ewigkeiten, dann sind die ja schon lange fertig. Tow, also ohne Gerät brauchen die nicht an meine Front kommen. Das macht für mich keinen Sinn. Also ich hätte gerne, also ich denke mal, dass das Prozent heißen soll, auch wenn das hier über 100 geht anscheinend. Okay. Also das wäre einsatzbares Gerät, okay. Aber das sind, wenn die so angezeigt werden, nur so Support-Geschichten, ne? Die kann man jetzt holen, dann sind die auf dem Feld. Also nicht auf dem Feld, sondern dann sind die, die Support-Dinger. Also es kommt keine Division, die man irgendwie aufstellen könnte. Aber es bricht auch nicht diese Woche zusammen, hoffe ich. Immer schwierig zu sagen, wann man wen wohin schickt. Gibt es überhaupt eine Schiene nach unten? Ich schicke einen von denen runter. Das muss dann einfach reichen. Dann belastet das Schienennetz auch nicht so stark. Ist ja auch nochmal eine Variable, die man nicht ignorieren sollte. Okay, die sind gecut, die Deutschen. Die sind dann noch in dem Kessel. Den kann ich wahrscheinlich diese Runde nicht aufschlagen. Aber nächste Runde können wir frisch mit denen vorrücken. Dann haben die auch einen Kommandeur. Noch sind die ja ohne Kommandeur. Das müssen wir auf jeden Fall organisieren, aber ja, dann hungern die noch eine Woche. Es kann natürlich sein, dass sie genau diese Woche nutzen, um die auszulöschen. Also vielleicht sollte ich doch lieber hier alles nutzen, um da aufzuschlagen. Ich meine, was können wir denn da organisieren für Kräfte? Fast ein Verhältnis von 1 zu 8 oder so, dann machen wir das jetzt. Dann sind die sicher. Passt nur keiner rein, ne? Go, go. Ist noch weiter da ran? Nee, ne? So. Die kriegen jetzt wahrscheinlich auch Angst, ne? Also vielleicht ziehen sie sich auch zurück, wenn sie sehen, was da jetzt für eine Welle an Menschen ankommt. Wir machen das jetzt so. Kann er da oben durchpanschen, ne? Also einfach suicidal durchwerten, den einfach opfert, den Panzer. Da sind ja sehr viele motorisierte Verbände. Wie gesagt, die haben keinen Treibstoff. Das gesagt, fahren sie ja trotzdem irgendwie immer, ne? Vielleicht muss ich da auch nochmal was draufpacken zur Sicherheit. Noch steht da ja was. Mal einen Schritt beiseite. Ah, da kommen neue Truppen. Ich unterstelle mal, dass die auf dem Weg zu mir waren. Ja, also man braucht ja 100 Punkte, also die kann ich nicht ausladen. Die hat Dredd wahrscheinlich gerade frisch runtergefahren. Vielleicht von der Moskauer Front, weil da nichts passiert oder so, keine Ahnung. Ich wollte ja eigentlich mit der Kavallerie, die ich rübergepackt habe, und die falsche Mega was vorbereiten. Aber ich glaube, wir machen jetzt lieber mal Löcher stopfen. Wir zögern das da einfach mal eine Runde. Ja, wo ist die nächste Offensive? Wo können wir noch Leute entfernen? Da ist gar keiner mehr. Dann bringen wir die schnelle Kavallerie rüber. Alles blocken.
Jede Runde Angst vor der Katastrophe. Ja, die Forts verlassen ist immer so eine Sache, ne? Mal einen Gegenschlag. Also vielleicht sollte man auf die Munition gucken. Also wenn jemand mal nicht Munition hat, dann auf jeden Fall ballern. Aber so wenig Kämpfe sind, haben die alle full Munden, okay? Ansonsten Erschöpfung kann man nochmal gucken. Dass wir da einfach nochmal gezielt zuschlagen, wo die vielleicht erschöpft sind. Hier, die sind ja erschöpft, die beiden. Und zurückgeschlagen. Nice. Ja, wir haben 15 Panzer erwischt. 15! Ja, also für unser Verhältnis ist ja ein Riesenergebnis. Wir wissen ja, dass da vielleicht nochmal 15 drauf sind, die beschädigt wurden. Natürlich auch hier jede Menge Support-Krempel bei, ne? Also große Klatsche. Wir haben natürlich auch in der Luft wieder was bekommen, aber die mussten wieder starten und Treibstoff benutzen. Also diese Angriffe, die sind natürlich nur kleine Scharmützel, das ist ja gar keine Frage, ne? Aber sie führen auch dazu, dass sie sich das zweimal überlegen müssen, mit wem die halt an der Front verteidigen wollen. Ja, also die sagen, da muss man ja auch sagen, die können ja nicht einfach überall sich jetzt hinstellen und mit irgendwas und hoffen, dass das dann hält. Ne? Die sehen ja, dass wir nicht einfach uns AFK gehen, sondern wir sind ja auch bereit zuzuschlagen. Und dann müssen die halt starke Fronten wie hier vorne ausdünnen, um ihre Flanken zu decken. Ne? Eben das Durchfahren vor ein paar Wochen, dann immer dieses Wegräumen der Truppen hier. Das müssen die ja, können die nicht ignorieren, unterstelle ich jetzt einfach mal. Dann keine Bunker. Also würde gerne die Truppen weniger bewegen, wenn es irgend geht, ne? Nur Notfälle. Ja, hier vorne, da sieht man schon, das ist eher eine frische Gruppe, eine starke Gruppe. Die sind auf der Uferseite, um das Ufer zu clearen. Also da oben müssen wir vielleicht nochmal aushelfen. Ansonsten ist das die Bunkerlinie hier. Ja, also mit ein paar Leuten können wir, glaube ich, immer mal gucken gehen, was da los ist. Wir können ja eher durchgehen, als die Wehrmacht das kann. Ja? Die opfert ja, wenn ihr das Gelände zurückholen will, opfert die ja mehr als wir. Die muss ich halt jetzt fragen, ist das jetzt ein Trupp, ist das eine Offensive, so ein Zeugs? Da geht die Schienen da oben reparieren. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, lass mal alles hier stehen. Rücken die nochmal vor. Wie sehr können wir das ausdünnen? Nur der liebe Gott weiß es. Ich würde jetzt die Kavalleristen zumindest nach unten bringen. Mal alles gleich Oma sein. Vielleicht kriege ich immer die Krise, wenn ich die Hierarchie umbaue. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, wenn ich die ganze Zeit an der Front hoch und runter gehen muss, um Lücken zu stopfen. Jo, das wär's dann, ne? Mehr können wir, glaube ich, nicht machen diese Woche. Also diese Offensivgeschichte mit den Fallschirmjägern abwerfen und der Kavallerie vorbereiten, das geht erst, sobald die hier in ihren Positionen sind und diese ganzen Durchbrüche, die hier überall stattfinden, ne? Bevor wir das nicht im Griff haben, möchte ich das nicht vorbereiten. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt Panik schieben, weil die gesehen haben, dass da gerade eine Menschenwelle auf die zukommt. Das sind ja alles frische Truppen und ne, 4-4, also die sind ja in einem traumhaften Zustand und die sind noch nicht mal aufgeladen. Ja? Also mit denen können wir richtig zulangen, sofern ich einen Offizier finde. Aber das wissen die Russen ja, das wissen die ja auch nicht, die Deutschen, dass die fehlen. Also ich hoffe auf einen deutschen Rückzug nächste Woche. Ja, das wär's, glaube ich. Ich bin erstmal weg für diese Woche. Ciao, ciao.